Das Riesengebirge, Kirchen, Schlösser, Felsen und Dichter. Das Schloss Lomnitz liegt im gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Zillertal-Erdmannsdorf im Kreis Hirschberg, Niederschlesien. Im Mittelalter gab es an der Mündung der Lomnitz in den Bober eine Wasserburg, die zum Rittergut Lomnitz gehörte. Diese war von 1475 bis 1654 im Besitz des schlesischen Adelsgeschlechts derer von Zedlitz. Vermutlich baute der berühmte schlesische Barockbaumeister Martin Franz aus Liegnitz in den 1720er Jahren anstelle der Burg ein Barockschloss. Der Hirschberger Leinenhändler Christian Menzel, der das Schloss 1738 kaufte, ließ es durch Martin Franz nochmals umbauen. Das sogenannte Witwenschloss ließ um 1800 Menzels Sohn neben dem Hauptschlossgebäude im frühklassizistischen Stil errichten. Der letzte Eigentümer, Mark Albrecht von Küster, verstarb 1941. Bis 1945 blieb das Schloss im Besitz der Familie Küster und wurde danach enteignet und verstaatlicht. Bis zum Jahr 1979 wurde das große Schloss als Schule genutzt. Es stand dann bis 1992 leer und verfiel. Das Witwenschloss wird heute als Hotel mit Restaurant genutzt. Das Restaurant hat eine ausgezeichnete Küche, verglichen mit deutschen Verhältnissen zu sehr günstigen Preisen. Neben typisch polnisch-schlesischen Gerichten bietet die Speisekarte auch internationale Küche an, wie ein Wiener Kaiserschmarrn mit Pflaumenkompott. Ein alter schlesischer Kachelofen spendet Wärme im Winter. Ein gemütliches Interieur bietet dem Gast eine heimische Atmosphäre. Das Auge ist mit, wie der Volksmund sagt, einfach zum Wohlfühlen und Entspannen. Ein dickes Gästebuch zeugt von der Beliebtheit des Hauses, besonders bei ehemaligen deutschen Schlesiern, die ihre alte Heimat besuchen und sich in dem Buch verewigen. Ein ganzer Brief geschrieben, ne? 1939 hier geboren, 1945 mit Mutti und Gerda geflohen, 1991 mit Gerda und unseren Partnern erstmals wieder hier. Zweiter Besuch in Lomnitz mit Ehefrau. Nicht irgendwo zu bewundern, also den Aufbauen des Landes. Wunderschöne, liebe Frau Küster, Frau von Küster, mit liebe Mitarbeiter des Schlosses, ich werde sie nicht vergessen. Der hat das Praktikum absolviert. Hotelzimmerflur von exzellentem Geschmack. Der Enkel von Mark Albrecht von Küster, Ulrich von Küster, gründete mit einem polnischen Partner eine GmbH und kaufte 1991 das ruinöse Schlossgebäude, um es einer Totalsanierung zu unterziehen und es als Familienbesitz zu restaurieren. Im Jahre 1995 kaufte er auch das Witwenschloss zusammen mit etwa 10 Hektar Park und Wiesen dazu. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth und viel, viel Arbeit, auch in eine kleine Landwirtschaft, wurde aus einer verwilderten Landschaft ein Paradies mit glücklichen Tieren. Bei der Wiederherstellung des großen Schlosses haben auch private Spender, Stiftungen und Vereine mitgewirkt. Das Schloss kann für kulturelle Veranstaltungen und für Bildungszwecke genutzt werden.
Die großen Festsäle im Erdgeschoss des großen Schlosses wurden wiederhergestellt und dabei die alten Wandmalereien und Marmorimitationen restauriert, um die einstige Pracht des barocken Landschlosses darzustellen. Heute hat im Schloss der Verein zur Pflege schlesischer Kultur und Kunst seinen Sitz. Außerdem gibt es hier eine Dauerausstellung Schlösser im Hirschberger Tal. Neben einer Rokoko-Vitrine hängen kostbare Gemälde an den Wänden und geben Zeugnis aus einer feudalen Zeit, wo die Schlossherren ein Leben in Pracht und Luxus führten, auf Kosten der armen Leute, die um ihr tägliches Brot kämpfen mussten. Der Frühstückssaal im antiken Stil restauriert im Obergeschoss des Witwenschlosses zeigt die Stilsicherheit der Besitzer. Die Schlosskirche mit dem Brunnen war das Herz des Schlosses. Täglich mussten hier die Mahlzeiten für die Herrschaft zubereitet werden. Dazu waren viele fleißige Hände notwendig mit zweckmäßigen Gerätschaften und eine riesige Feuerstelle, wo die Flamme nie erlöschte. Hier wurde gekocht und gebacken. Der 9 Hektar große Lomnitzer Park wurde im Stil eines englischen Landschaftsparks unter Mitwirkung von Peter Joseph Lené von 1843 bis 1847 angelegt. Mit dem am anderen Ufer des Flusses Bober gelegenen Schlossparks von Schildau bildet er eine sehr eindrucksvolle Gesamtkomposition, die von hervorragender Bedeutung ist. Idealerweise sind hier Natur und Kultur miteinander verwoben. Farbenfrohe Blumenbeete um das Witwenschloss laden zum Flanieren und führen den Betrachter in das üppige, naturbelassene Grün des Landschaftsgartens im englischen Stil. In Sichtweite vom Hauptschloss und einer Straße dazwischen liegt der ehemalige Gutshof des Schlosses, Alter Stall genannt. Die ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude des Dominiums, wie derartige Gutshöfe einst in Schlesien genannt wurden, sind liebevoll und mit viel Sachkenntnis, was sich selbst in der Fassadenfarbe zeigt, restauriert worden. Wo es ehemals nur so wimmelte von Knechten und Mägden, verlieren sich die Besucher auf dem riesigen Hofgelände. In den ehemaligen Ställen und Scheunen ist eine Schmiede untergebracht. Die verdorrte Erntekrone in einer Ecke vom Erntedankfest aus dem letzten Jahr. Alte Gerätschaften der Landwirtschaft vom Beginn des letzten Jahrhunderts wurden sorgsam zusammengetragen und auf dem Wirtschaftshof aufgestellt. Man sollte sie vor dem Verrosten schützen. Das Restaurant Alter Stall befindet sich im Hauptgebäude des Gutshofes. Wie hat Ihnen das Schloss so gefallen zum Allgemeinen? Sehr gut. Ja. Was besonders? Was hat besonders gefallen? So tief drin die Gesellschaft. Die Gesellschaft, genau. Wir sind hier noch nicht rumgestromert. Ach so. Das nehmen wir heute erst in Angriff. Das Schloss Schildau liegt im Ortsteil Schildau der Gemeinde Zillertal-Erdmannsdorf im Kreis Hirschberg in Niederschlesien und war ursprünglich ein Wasserschloss. Im Jahr 1281 wird in Schildau ein Gut als Lehen des Ritters Eberhard von Schildau erwähnt. Mit geringfügigen Unterbrechungen gehörte das Landgut Schildau von 1299 bis 1723 der Familie von Zedlitz. In der kurzen Periode von 1540 bis 1548 war das Gut im Besitz der Familie Schaffgutsch. Der letzte Besitzer bis 1945 war Konsul Dr. Kurt Effenberg,
Im Zweiten Weltkrieg diente das Anwesen als Arbeitslager für Kriegsgefangene, die in der Papierfabrik in Eichenberg arbeiteten. Das Schloss überstand den Zweiten Weltkrieg unzerstört, wurde aber im Jahre 1945 geplündert und ausgeraubt. Nach dem Krieg fiel das Anwesen an den polnischen Staat. Es wurde als Verwaltungsgebäude eines staatlichen Landwirtschaftsbetriebes und als Ferienheim genutzt. In den 1990er Jahren stand es leer. Sein Bauzustand verschlechterte sich, bis es zur Ruine verfiel. Im Jahr 2002 brannte das Schloss aus. Seit 2004 ist die Schloss Schildau GmbH Besitzer des Anwesens. Es erfolgte eine gründliche Renovierung von Schloss und Park. Seit 2007 wird es als Hotel, Restaurant und Konferenzzentrum mit Erholungs- und Parkanlage genutzt. Das Schloss steht erhöht hinter einem Rondell mit zwei Auffahrtsrampen. Es besitzt ein Walmdach und vier zylindrische Ecktürme. Auf der Südseite schließt sich eine Terrasse an. Das Bauwerk hat drei Stockwerke sowie ein Mezzanin oder Halbgeschoss direkt unter dem Dach. Die Eingangsseite wird durch einen hohen Mittelrisalit betont. An beiden Seiten stehen zwei Zwischenbauten mit Gartenpavillons. Das Doppelportal ist mit 16 Wappen der Familie Sedlitz und deren Verwandten geschmückt. Die Gesamtanlage wird durch das spätbarocke Verwalterhaus und den früheren Wirtschaftshof umrahmt. Die große Parkanlage rund um das Schloss Schildau wurde vermutlich nach Entwürfen von Peter Joseph Lenné in den 1840er Jahren angelegt. Vor der Eingangsseite wurde ein Rondell errichtet. Südlich des Schlosses befindet sich ein Vergnügungspark sowie ein künstlerisch gestalteter Gartenbereich mit Blumen, Rasen, Sträuchern und einem Teich mit Seerosen. Entlang des Flusses Bober erstreckt sich ein englischer Landschaftsgarten mit Blickbeziehung zum benachbarten Schloss Lomnitz. Vom Park kann man über dem Dorf Schildau auf das Riegengebirge und die Schneekuppe blicken. Der großflächige Park mit uralten Bäumen wird täglich gepflegt und bietet einen sicheren Arbeitsplatz. Der öffentlich zugängliche Park kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. Der Blick von der Terrasse des Gartenrestaurants in den Park ist besonders reizvoll. Alte, sterbende Baumriesen bieten Vögeln Nistgelegenheiten und Nahrung. Ein geometrisch gestalteter französischer Garten bildet einen interessanten Kontrast zum englischen Landschaftspark im Hintergrund. Die Adersbacher Felsenstadt liegt am Südrand des Riesengebirges im heutigen Tschechien. Auf einer Fläche von 18 Quadratkilometern bildete sich in der Kreidezeit eine einheitliche Sandsteinplatte, die im Laufe der Zeit durch Erosion Klüfte und Schluchten formte. Hochzeitspaare lassen sich gerne von der bizarr geformten Felskulisse fotografieren. Zu allen Zeiten verewigten sich Besucher mit ihren Namen im Stein, als Zeugnis ihrer Anwesenheit. Viele Jahrhunderte wussten die Menschen nicht viel über die Felsenstädte in der Umgebung von Adersbach. Heute führt ein touristischer Ringweg in circa 3 Stunden Wanderzeit durch die Felsenstadt. Der sogenannte Zuckerhut ist einer der sehenswertesten Felstürme dieses Steinwaldes. Er wurde im Herbst 1996 erstmals bestiegen. Für Kletterer ein Paradies. Man gab den von der Natur geformten Felsen Namen von Gegenständen und Tieren, denen sie ähnlich sehen, wie Helm und Orgel.
Mit viel Fantasie ist hier ein handähnliches Gebilde erkennbar. Das gemauerte gotische Tor war einst der Eingang zu den Schluchten des Steinlabyrinths, in dem sich die Besucher leicht verirren könnten. Wie sich jetzt zeigt, ist die Natur der beste Baumeister. Was aussieht wie Schnee, ist feiner Schwemmsand. Der Mensch ist winzig im Vergleich zu den Felsgiganten, die am Elefantenplatz einen Elefantenrüssel aus Stein geformt haben. Der Fluss Mitte hat sich sein Bett tief ins Gestein gegraben und mündet nach 71 Kilometern in die Elbe. Anspruchslose Kiefern krönen die Spitzen der Felsen. Weil einer Zahnwurzel ähnlich, heißt er Rübezahlzahn. Eine Markierung zeigt, wie hoch die Mitte bei Hochwasser 1844 angestiegen ist. Nur der Teufel kann diesen Bogen gebildet haben. Eine Welt aus Stein. Fels und Baum kämpfen ums Dasein, Sieger bleibt immer der Stein. Elisabethturm, so heißt dieser herrliche Fels, der 1947 erstmals bestiegen wurde. Donnerstein heißt dieser Felsen, der durch einen Blitzschlag abgespalten worden sein soll, einer Sage nach. Viel Fantasie braucht es, um hier eine Madonna zu erkennen. Hier hat es der Betrachter schon leichter. Wie steter Tropfen den Stein hüllt, wird hier sichtbar. Gedenkplatte und Büste vom Trautenauer Bildhauer Emil Schwandner erinnern an den Besuch des Dichterfürsten am 1. August 1790. Was hier als Rinnsal fließt, entwickelt sich bei Hochwasser zu einem großen Wasserfall, wie sein Name sagt. Wie das Wasser, so strömen die Besucher am Ende des Rundgangs zum Ausgang. Am oberen Ende von Krummhübel im Schatten des 1600 Meter hohen Kegels der Schneekoppe, der höchsten Erhebung des Riesengebirges, steht eine Stabkirche, die kein typisch schlesischer Sakralbau ist. Das Kirchendach gleicht eher einer Pagode. Ende des 12. Jahrhunderts wurde die Holzstabkirche in Vang in Norwegen errichtet. 1841 hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Die Kirche erworben. In ihre Einzelteile zerlegt, wurde die Holzkirche originalgetreu in Krummhübel wieder aufgebaut. Der Baukörper ist 15 Meter hoch, das Kirchenschiff ist 9 Meter lang und 7 Meter breit. Einst dichtete Gustav Ritter aus Grabow: Von hohem Berge grüßt die Kirche Wang mit ihren Drachenköpfen in das weite Land. Dies Gotteshaus, das schon jahrhundertlang, bevor es hergepflanzt ward, hoch im Norden stand. Die Apsis mit Kupferdach, die den Chorraum bildet, ist untypisch für Holzstabkirchen. Sie wurde später hinzugefügt. Der schlichte Altarraum von Kuppelfenstern erhellt in evangelischer Nüchternheit. Die Empore schmückt eine Orgel, gebaut von Schinke aus Schmiedeberg.
Das Taufbecken im niederschlesischen Barockstil entstand etwa 1740 aus der abgebrochenen Kirche in Dittmannsdorf. Vier freistehende Innenmasten tragen die eingezogene Holzdecke. Fensteröffnungen gliedern die Kuppel. Für viele Stabkirchen typisch sind die dekorativen Eisenbeschläge. Die geschnitzte Holzornamentik erinnert in seiner Archaik an Werke der Kelten mit mystischen Köpfen im Bandelwerk. Wikinger, die vor 1000 Jahren auf ihren Raubzügen auch in Irland waren, wurden von der Kunst der Kelten beeinflusst. Um die Kirche führt ein 80 cm breiter Laubengang. Er bildet einen Wärmepuffer im Winter für den Kircheninnenraum. Ein Kleinod aus Kiefernholz am Rande des Riesengebirges. Gerhard Hauptmann wurde 1862 in Salzbrunn am Fuße des Riesengebirges im Schatten der Schneebgruppe geboren. Für Gerhard Hauptmann baute der Architekt Hans Griesbach von 1900 bis 1901 in Agnetendorf die Jugendstilvilla Wiesenstein, die von einem großen Park umgeben ist. Sie kostete damals etwa 200.000 Goldmark, was heute einem Wert von 1 Million Euro entspricht. Am 1. September 2001 konnte nach umfangreichen Renovierungen, getragen von der Deutsch-Polnischen Stiftung für Zusammenarbeit, das Museum feierlich eröffnet werden. Das Innere der Villa mit flächig übermäßigen Waldbildern ist eine Mischung von Historismus und Neorenaissance. Das aufstrebende Bürgertum der Wende zum 20. Jahrhundert wollte hier seinen Wohlstand vorzeigen, was jedoch im Gegensatz zu den naturalistischen Werken Hauptmanns steht, wie den Dramen Rose Bernd oder Die Weber, die das Leben der armen Leute auf der Theaterbühne zeigen. Man könnte meinen, Hauptmann predigt Wasser und trinkt selbst Wein, was die feudale Ausstattung des Arbeitszimmers des Dramatikers zeigt, wo kostbares Mobiliar zu sehen ist. Ein mächtiger Schreibtisch beherrscht den Raum, wo Hauptmann zahlreiche literarische Werke in fast einem halben Jahrhundert verfasst hat. Kaum ein Künstler wurde so oft abgebildet, sei es in Öl oder als Fotografie, wie Gerhard Hauptmann. Du weißt nicht, was du gewesen bist. Du weißt nicht, wozu du genesen bist. Du bist noch von jedem Leiden genesen. Du bist und also bist du gewesen. Und also wirst du auch niemals sterben, sondern nur Leben um Leben erwerben. Was hast du jemals im Tode erkannt? Weder Luft, noch Wasser, noch trockenes Land, nicht Freund, nicht Weib, nicht Welt, nicht Geist, nicht was Gott, was Hölle, was Himmel heißt. Dich lehrte der Tod weder Ja noch Nein, weder Dulder noch Überwinder sein. Nun bist du Dulder, bist Überwinder. Wir sind es alle, des Daseins Kinder. Bleibt mir vom Leib mit eurem Geschrei, dass der Mensch nur ein Häuflein Asche sei. Seine eigene Asche hat niemand gesehen. Wovon wir wissen, ist Auferstehung.
die Stadt New York in ihren Vertretern zuteil werden hat lassen. Aber dieser Dank ist wesentlich wortlos. Es geschieht mir zu viel des Guten. Ich kann nur sagen, Dank. Die polnische Regierung bestand nach Ende des Zweiten Weltkriegs darauf, alle Deutschen auszuweisen. Dies war für Gerhard Hauptmann ein schwerer Schlag, sein geliebtes Wiesenstein verlassen zu müssen. Nach einer Bronchitis starb der greise Dichter im Alter von 83 Jahren am 6. Juni 1946 in seinem Haus in Agnetendorf. Bin ich noch in meinem Haus? Sollten seine letzten Worte gelautet haben, das zeugt davon, wie sehr Hauptmann seine Villa Wiesenstein geliebt hat. Gegen seinen testamentarischen Willen wurde der Dichter nicht in seiner Heimat begraben. Im Arbeitszimmer seines Hauses wurde der Zinnsarg fast 2 Monate aufbewahrt, weil russische und polnische Administration sich nicht einigen konnten. Erst am Morgen des 28. Juli 1946 wurde Gerhard Hauptmann vor Sonnenaufgang und 52 Tage nach seinem Tod auf dem Inselfriedhof in Kloster auf Hiddensee bestattet.